Die eigentliche Attraktion hier ist die Flormbahn. Die Flormbahn wird auch die 20-Bahn genannt. 1920 wurde begonnen. 20 Tunnel, davon 18 in Handarbeit und 20 Millionen Mark. Damals hat das Ganze gekostet. Die Strecke ist 20 Kilometer lang und man überwindet einen Höhenunterschied von 864 Metern. Die Flormbahn ist damit die steilste Normalspurbahn der Welt. Während der etwa einstündigen Fahrt erzählt uns der Lokführer die Besonderheiten der Strecke. Und das Ganze auch noch in 5 verschiedenen Sprachen. Dort oben, am Ende vom Tunnel, liegt Myrdal, die Bergstation. Vorher gibt es aber noch einen kleinen Zwischenstopp an einem der sagenumwobensten Wasserfälle Norwegens. Meter tobt das Wasser hier in die Tiefe. Norwegen ist das Land der Feen und Trolle. Studentinnen der norwegischen Ballettschule bessern hier ihre Semesterkasse auf. Diese Bahnstation ist auch Knotenpunkt zwischen der Flarmbahn und der Bergenbahn, die also Oslo mit Bergen verbindet.